Hallihallo Freunde, Gaming Nation am Start, was geht ab? Und wir sind hier wieder in unserem Tutorial, auf unserer Tutorial Map. Wie ihr seht, die Bäume nachgewachsen. Und ich habe hier schon mir was ins Inventar geholt und daraus wollen wir heute aus dem neuen Update den Barbed Wire Fence bauen, also ein Stacheldrahtzaun. Und das gibt es auf verschiedene Möglichkeiten, geht das? Ich zeige euch jetzt das mal auf der ersten Möglichkeit. Bis gleich. Gut, Leute, hier sind wir in der ersten Möglichkeit. Und ganz einfach wollen wir das machen mit dem normalen Barbed Wire. Geht ihr einfach auf Barricades, ihr braucht keine Crafting Skills und macht hier aus zwei Scrap Metal, drei Barbed Wires, einen schicken Barbed Wire Fence, den ihr dann beliebig platzieren könnt. Und genau das machen wir jetzt. Die platzieren wir hier hin. Könnt ihr dann auch noch so beliebig drehen, aber ich würde nicht so lassen. Genau. So. Und schon habt ihr einen Barbed Wire Fence, der richtig stark ist und Zombies easy abwehrt. Und jetzt zur zweiten Möglichkeit, dazu brauchen wir ziemlich viel Scrap Metal, 33 reicht da vollkommen. Geht ihr auf Gear, ohne Crafting Skills, ganz runter, macht euch, wie viel brauchen wir, 6 Wires. So, müsst ihr gerade so rein. Genau. Aus den Wires könnt ihr wiederum hier euch Barbed Wire machen. 3 Stück. Und könnt euch dann ein Barbed Wire Fence bauen. Ganz einfach. Und schon habt ihr richtig gute Verteidigung und könnt euch mit Leichtigkeit vor Zombies, vielleicht sogar Spielern, die nicht gerade schlau sind, abwehren. Genau, das war's von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und liked es, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Tutorial, Leute. Haut's rein und ciao.